Kurioses Spielzeug. Wusstet ihr, dass es in den 90ern Spielzeug von McDonald's gab, mit dem man sich seine Lieblingsgerichte zu Hause selber nachmachen konnte? Da war zum Beispiel die Frittenmaschine, mit der ihr aus Toastbrot Pommes machen konntet. Hört sich weird an und genau das war es auch. Vom Toast habt ihr erst den Rand abgeschnitten, es dann durch die Maschine gejagt und anschließend mit einer Zuckerzimtmischung bestreut. Mit richtigen Pommes hatte das natürlich so absolut gar nichts zu tun. Aber hey, wer braucht schon richtige Fritten? Schließlich haben wir eine Menge Fantasie. Ja, richtige Fritten wären schon geiler. Like und folgt mir für mehr.